Das Siebengebirge am Rhein gehört mit Nieder- und Oberdollendorf zum nördlichsten geschlossenen Weinanbaugebiet Deutschlands. Der Weinanbau geht in diesem Gebiet nach urkundlicher Überlieferung ins 10. Jahrhundert zurück. Bis hin zum 40 Kilometer entfernten Köln erstreckte sich seine Ausbreitung. Seit dem letzten Jahrhundert ist er allerdings stark rückläufig. Die Reblausplage in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts zwang viele Winzer zur Aufgabe ihres Berufes. Kurz nach der Jahrhundertwende fielen weitere Anbauflächen brach, als viele Kleinwinzer die Arbeit in neu entstandenen Industriebetrieben in der näheren Umgebung dem Weinanbau vorzogen. Während nach dem Ersten Weltkrieg ca. 100 Hektar Weinberg bewirtschaftet wurden, gibt es heute nur noch 10 Hektar. Die kleinflächige Parzellierung, die nur noch einen Anbau für den Eigenbedarf erlaubte, und das mangelnde Interesse der jüngeren Generation sind als Gründe für den Rückgang zu nennen. Nicht zuletzt durch die Wahl des benachbarten Bonn zur Bundeshauptstadt 1949 und der dadurch bedingten Zunahme der Bevölkerung in Nieder- und Oberdollendorf förderte den Bedarf an Baugrund, der zum Teil durch Verkauf von ehemaligen Weinlagen gedeckt wurde. Der Flurbereinigung 1977 ist es zu verdanken, dass in diesem Gebiet heute überhaupt noch Wein angebaut wird. Durch Zusammenlegung vieler kleiner Parzellen konnten wieder wirtschaftliche Weinhänge geschaffen werden. Zu den letzten Weingütern in Nieder- und Oberdollendorf gehören die Weinhäuser Sülz und Bröhl-Blöser. Mit zunehmender Technisierung auch in der Weinverarbeitung sind viele Berufe endgültig verschwunden, die noch vor wenigen Jahrzehnten unentbehrlich waren. Einer dieser Berufe war der Beruf der Weinschröter. Am Brederhof in Niederdollendorf wurde bis in die 60er Jahre noch Wein geschrotet. Die Aufgabe der Weinschröter war es, als spezialisierte Transportunternehmer für die Verladung des Weines von den Rheinschiffen zu den Weinkellern und umgekehrt zu sorgen. Weinschröter waren seit dem späten Mittelalter in Schröterbruderschaften organisiert und seit dem 19. Jahrhundert bei der Gemeinde oder der Winzergenossenschaft angestellt. Sie wurden von den einzelnen Weingütern gerufen, falls es Wein zu schroten galt. Schroten bedeutet in diesem Zusammenhang das Schleifen und Ziehen eines Fasses. Erste Belege für das Schröterhandwerk finden sich auf mittelalterlichen Darstellungen und Urkunden. Überliefert sind uns auch Satzungen der Zunft der Fasszieher, die ähnlich wie die Schröter gegen Gebühr Fässer ein-, um- und ausluden. Für diesen Film wurde versucht, das alte Handwerk zu rekonstruieren. Bevor das Fass aus seiner Position gehoben wird, reinigen die Schröter es von außen. Das Wasser nehmen sie aus der sogenannten Stitze. Diese gehört auch heute noch zur Ausstattung eines Weinkellers als unverzichtbares Hilfsgefäß. So, du musst es für beide Knie unten runtergehen. Schließe weg. So, Norbert, das kannst du hochheben. So, geh mal an. Nehmen wir das Knie von rechts und höher. So. Die Schröter verstanden auch etwas vom Küferhandwerk. Das war vonnöten, falls sich beim Transport der Fässer die eisernen Ringe lösten. Diese werden mit Spezialwerkzeugen, der Setz und dem Schläger, wieder befestigt. Die Fässer im Keller ruhen auf Betonlagern. Um die Weinfässer gegen ein Wegrollen zu sichern, sind sie mit Hölzern, den Schließen, verkeilt. Der Keller des Brederhofes fasst 64 Fuder, wobei jedes Fuder ca. 1000 Liter enthält.
Ein leeres Fuderfass hat ein Gewicht von bis zu 200 Kilogramm. Zum Transport der Eichenfässer benötigt man Hilfsgeräte wie Hebebalken, Haken und Seil. So, fertig, jetzt hoch! Die Schrotleiter dient als Schiene, auf der das Fass hochgezogen und geschoben wird. Um die Schrotleiter für das Hochziehen gleitfähiger zu machen, wird sie mit Talg, Schmierseife oder, wie in diesem Fall, lediglich mit Wasser aus der Stütze behandelt. Die Schmierstoffe vermindern auch die zu schnelle Abnutzung der Leiter. Die Leiter muss wegen des Fassgewichts oben am Eingang zum Keller befestigt werden. Währenddessen fährt auch das von den Schrötern bestellte Fuhrwerk auf den Hof. Mit diesem Wagen soll später das Fass zum Verladeplatz abtransportiert werden. Sorgfältig prüft der Schröter den sicheren Halt der Leitern. So, Norbert, heben wir hinten an. Heben wir langsam hoch. So, Leute, nicht an mir vorne. So, jetzt müssen erst die Fassreifen angezogen werden. Der Schröter hakt nun den am Seil befestigten sogenannten Krampen in der Öffnung im Fassboden, dem Zapfspund, ein. Eine der schwierigsten Aufgaben der Schröter ist es, das Fass die schmale und steile Kellertreppe hinauf zu befördern. Vor Einführung von Pumpen zog man gefüllte Fässer die Kellertreppen nach oben oder musste den Wein stützenweise hochtragen. Oh!
Durch das Schleifen und Ziehen des Fasses lösen sich manchmal die eisernen Reifen. Ja, schmecken denn. So, Josef, Norbert, jetzt trinken wir erstmal ein. Neben dem vereinbarten Lohn steht den Schrötern je Fuder oder Stück ein Maß sogenannten Schrotweines zu. Dieser Wein ist ein willkommener Pausentrunk. Ja, schmeckt besser. Ja. Also ein bisschen können wir dann noch. Ja, ein bisschen können wir noch. Da hat einen größeren Hals wie wir. Nachdem alle Eisenreifen wieder befestigt sind, legt ein Schröter die Schrotleiter auf den Wagen. Sie soll ein seitliches Wegrollen verhindern. Mit vereinten Kräften wird nun das Fass auf den Wagen gehoben. Zum Abtöten von Keimen und Pilzen wird das Fass mit Schwefelstreifen ausgeräuchert. In der Winzersprache geschwefelt. Wenn die Schwefelstreifen eingebracht sind, wird das Fass wieder dicht verschlossen. Der Schröter umwickelt den Stopfen zur besseren Abdichtung mit Bast. Danach verschließt er auch die untere Öffnung, damit die Schwefelgase nicht entweichen. Norbert, nimm mir von da, von der Seite auf den Schließer. Von der Wand des Kellergebäudes nehmen zwei Schröter die Schläuche für die Pumpe. Mit ihr soll der Wein aus einem vollen Fass im Keller in das leere auf dem Hof hochgepumpt werden. Wenn der Schwefel ausgebrannt ist, entfernt der Schröter den Streifen. Während oben noch das Fass vorbereitet wird, bauen die Schröter unten bereits die Pumpe für den Wein auf. Das Öffnen eines gefüllten Fasses erfordert besonderes Geschick. Gerade der Austausch des Stopfens gegen den Ablasshahn muss schnell geschehen, um möglichst wenig Wein zu verschütten. Danach werden Fass und Pumpe mit einem Schlauch verbunden. Ja,
Damit im Fass kein Unterdruck entsteht, wird der obere Spund gelöst. Der Wein kann hochgepumpt werden. Trotz der zusätzlichen Abdichtung mit Bast tropft noch etwas Wein aus dem unteren Spundloch. Das Holz fängt aber bald an zu quellen und der Spund dichtet vollständig ab. Durch Abklopfen des Fasses ermittelt der Schröter die Füllhöhe. Um möglichst wenig Luft an den Wein gelangen zu lassen, muss das Fass randvoll gefüllt sein. Nach etwa einer halben Stunde ist der Füllvorgang beendet. Das Fass wird wieder fest verschlossen. Wo das Schroten nicht alltägliches Geschäft war, war der Abtransport der Fässer für die Schröter unentgeltlich. Für den örtlichen Fuhrmann war es eine Nachbarschaftshilfe. Bis in die 20er Jahre befand sich an der Anlegestelle der heutigen Rheinfähre der Verladeplatz für die Rheinkähne. Heute haben Stahltanks, elektrische Pumpen und Tankwagen Berufe wie Fassküfer und Schröter verdrängt. Und die Arbeit des Weinschröters ist schon lange in Vergessenheit geraten.